Hallo, Michael Leitgeb hier. Ich habe mir diese Aufgabe jetzt hier ausgesucht, um einmal eine Aufgabe mit einer linearen Funktion einerseits zu machen und andererseits geht es hier auch darum, ein lineares Gleichungssystem zu lösen und das möchte ich gerne mit dem T-Inspire zeigen. Bei dieser Aufgabe geht es hier um eine Abnahme des Luftdrucks bei zunehmender Höhe und wir haben hier als Angabe Messwerte. Hier vom Skigebiet Gabrung-Kitzsteinhorn und zwar wir haben den Messwert, dass bei einer bei einer Seehöhe von 990 Meter ein Luftdruck von 1040 Hektopascal ist und bei einer Seehöhe von 1980 Meter ein Luftdruck von 930 Hektopascal. Wir sollen jetzt mit Hilfe eines linearen Modells aus diesen Daten den Luftdruck in einer Höhe von 1300 Metern über dem Meeresspiegel berechnen. So spätestens bei dieser Fragestellung hier sieht man, dass der Luftdruck in Abhängigkeit von der Höhe berechnet wird. Und jetzt weiß ich, dass hier für den Luftdruck ein lineares Modell verwendet werden soll. Also nehme ich hier einfach eine Variable g her in Abhängigkeit von x, wobei x jetzt hier der Seehöhe in Metern entspricht. Und weil es linear sein soll, habe ich ein k, eine Steigung mal x plus einen Ordinatenabstand d. Um zwei unbekannte Variablen hier aufzulösen, brauche ich zwei Informationen. Die habe ich gegeben, und zwar ich habe hier zwei Punkte. P1, das heißt bei einer Meereshöhe von 990 Meter habe ich einen Luftdruck von 1040 Hektopascal und meinen zweiten Punkt bei 1980 Metern habe ich 930 Hektopascal. Jetzt ist man natürlich so vorgegangen ohne den T-Inspire, dass man hier die Steigung k mit Hilfe der mittleren Änderungsrate Delta g durch Delta x hier berechnen kann und dann dieses d mit Hilfe des Einsetzen eines Punktes berechnen kann. Wir gehen jetzt aber hier so vor, dass wir hier das so auffassen, dass wir jetzt hier zwei Gleichungen haben. Und zwar, ich weiß einerseits, dass g an der Stelle 990 1040 ist und dass der Luftdruck g an der Stelle 1980 930 Hektopascal ergibt. Und diese beiden Gleichungen genügen hier, um k und d zu berechnen. Und wie das jetzt funktioniert, zeige ich euch jetzt am TI-Inspire. Wir brauchen bei so einer Bestimmung einer Funktion mit Hilfe eines Gleichungssystems einmal eine allgemeine Darstellung der Funktion. Das wäre hier g von x, Doppelpunkt ist gleich, k mal x plus d. Hier aufpassen, bei Aufstellen von Funktionen mit Hilfe eines Gleichungssystems kommen relativ viele Variablen vor und hier kann es durchaus vorkommen, dass man hier schon eine Variable definiert hat, die dann zu Problemen führen kann. Also hier nochmal genau schauen, keine fettgedruckten Buchstaben, dann ist auch nichts definiert. Ich bestätige hier und habe jetzt ein Fertigstehen, das heißt, es ist gespeichert und kann jetzt hier beim Menü unter Algebra zu Gleichungssystem lösen wechseln. Das war der Punkt Nummer 7. Also Algebra 7 und dann die Nummer 1, Gleichungssystem lösen. Ich habe zwei Gleichungen. Ich habe Variablen, die nicht x, y heißen, sondern die k und d heißen. Muss ich mit einem Komma trennen. Der Hinweis steht hier unterhalb nochmal dort. Dann bestätige mit OK. Und jetzt habe ich einen Solve-Befehl, der mir zwei Bedingungen miteinander verknüpft. Und zwar einerseits, dass g an der Stelle 990 1040 ist und g an der Stelle 1980 930 ist. Er löst hier das nach k und d auf, genauso wie verlangt. Und wenn ich hier dann bestätige, habe ich jetzt schon hier die fertige Lösung und kann schon hinschreiben, okay, das lineare Modell habe ich mir berechnet mit g von x ist gleich minus ein Neuntel mal x plus 1150. Jetzt möchte ich den Luftdruck in einer Höhe von 1300 Metern berechnen. Das heißt, ich setze jetzt in diese Funktion 1300 ein.
und kann mir, ohne jetzt aufwendig die Funktion zu definieren, einfach eintippen, minus 1 Neuntel mal 1300 plus 1150 und kriege als approximierten Wert 1005,5 periodisch Hektopascal heraus und das kann ich dann runden auf 1005,6 Hektopascal. Ich werde jetzt auch ein kleines A ändern. So, 1005,6 Hektopascal. Und somit habe ich diese Aufgabe fertig gelöst.